Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Wir haben Nord- und Mittelamerika übernommen. Jetzt ist Südamerika dran. Es sind nicht viele Länder, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch einiges an Kräften haben. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da werden wir einige Male wieder verbessern müssen. Vorher gehen wir hier noch auf die amerikanische Militärbasis, damit wir es nicht so weit haben. Ja, ich erinnere mich, ich habe hier noch was reingepackt. Ich habe heute in der Zwischenzeit wieder gefarmt. Und das Militär ist auf höchster Stufe, das heißt, greifen wir schon mal gleich die ersten an. Venezuela. Da reicht das, wenn wir zweimal Propaganda machen. Und dann greifen wir an. Da kommen sie schon angeschippert. Und da beginnt auch schon wieder der erste Krieg. Trinidad und Tobago können wir direkt danach noch angreifen. Und da haben wir den Krieg gewonnen. Krustentiere, Chemie und Petroleum gibt es hier. So, schön die Armee aufwerten. Und dann greifen hier Trinidad und Tobago an. Und fertig. So schnell kann es gehen. Hier gibt es Erdölprodukte und halt nur diese winzig kleine Armee. Guyana. Stärke 6 und 6. Da brauchen wir gar keine Rebellen. Greifen wir auch gleich an. Haben ja noch genug Militär. Und Ende. Goldminen verbessern. Und das lokale Militär. So, Suriname. Okay. Greifen wir auch noch an. Und hier haben wir die Französisch-Guyana. Die haben wir schon erobert, als wir Frankreich erobert haben. Und hier gibt es auch Gold. Da wollen wir mal die Produktion hochschrauben. Und ich glaube, nehmen wir als nächstes Kolumbien. 50, 46 und 39. Machen wir zwei davon rein. 50, 46, 39. Ja, das passt auf jeden Fall. Das heißt, wir greifen an. Und danach würde ich einmal wieder alles verbessern. Das wird hier nämlich ein bisschen knapp mit der Marine. Da sollten drei übrig bleiben, glaube ich. Noch ein Flugzeugabsturz. Hier gibt es Blumen, Kaffeebohnen und Petroleum. Und dann das ganze Militär hier aufwerten, das wird echt lange dauern. So. Und jetzt hier nochmal. Ich glaube, als nächstes kommt Brasilien dran. Dann haben wir auch schon einen großen Teil von Südamerika. Oh, Luftwaffe natürlich auch noch. Und da haben wir es. So, Brasilien. Da hole ich mir dreifache Propaganda und greifen wir auch Brasilien an.
Brasilien macht halt einen riesigen Teil einfach aus. Danach kommt Argentinien und danach, glaube ich, Peru oder so. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern. So, Haselnussöl, das ist die Türkei. Da können wir gleich hinfahren. Und ein bisschen Handel betreiben. Opium, das ist China. Noch ein Flugzeug. Und da haben wir Opium. So, dann schnell mal wieder rüber. Militär hier aufwerten. Und dann gleich bei mir auch noch. So, okay. Baue Sojabohnenfarmen, Kaffeebohnenfarm, Zuckerfabrik, Eisenminen und Petroleum. Noch ein Flugzeugabsturz. Griechenland hat einen Rebellenangriff bald. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir natürlich die Armee wieder aufwerten. Brasilien war immerhin ein schwerer Gegner. So, dann haben wir alles. Noch ein Flugzeugabsturz. Gucken wir uns mal Ecuador an. 30, 31, 26. Keine Rebellen. Gut, dann greifen wir es halt so an. Danach Peru. Ja, das schaffen wir auch noch gleich hinterher. Und hier gibt es auch Rebellen, also. Machen wir mal. Ja, komm schon. Zweimal Propaganda rein. Und hier gibt es Bananen und Petroleum. Und dann wieder die lokale Armee erhöhen. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand das Land übernimmt. Oder befreit. Und Flugzeugabsturz. Wie immer. Slowenien soll angegriffen werden. Dann gucken wir mal kurz Slowenien an. Slowenien da 100. Also kann uns nichts passieren. So, Peru, dicht am Abgrund und geschafft. Baue Obstfarmen, Kupferminen, Goldminen. Ich finde das irgendwie komisch. Also einmal gibt es die Kupferminen, da sind das so Barren. Dann gibt es hier die Eisenminen, da sind so eine roten Flecke. Und die Goldminen sind irgendwie nur so hingemalt. Also ziemlich merkwürdig. Einheitlich finde ich es besser. Rebellenangriff in Griechenland. So. Dann haben wir jetzt hier noch vier, nee, fünf Staaten. Dafür noch einmal die Armee aufwerten. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt und es gleich wieder ausgegeben. Und zwar hier für die Armee habe ich einfach mal rausgeschnitten. Und ich habe hier schon überall, wo es Rebellen gibt, die Rebellen, ja, bezahlt quasi. Das heißt, wir werden jetzt auch gleich noch mehr angreifen. Wir machen jetzt diese fünf Länder noch fertig. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit Bolivien an. Da haben wir den Krieg auch schon gewonnen.
Und, ja, okay. Steht sonst kein weiterer Angriff an. Ja, hier wieder Zink. Ihr seht, das ist so ein grauer Haufen und eben beim Kupfer und beim Gold sah es halt ganz anders aus. Das ist ein bisschen... Flugzeug ist ein bisschen doof. Kann ich aber auch nicht ändern. So, 50, 47, 40. 50, 47, 40. Ja, das kriegen wir hin. 34, 32. Belize. Da. Noch ein Flugzeug. Und ein Rebellen-Update in Frankreich. Frankreich, da, Frankreich. 100 von 100. Also sollte es da keine Probleme geben. So, Weingut, Traubenfarm und Fischmarkt. Und hier wieder die Armee auf höchste Stufe bringen. Ich sehe gerade, wir haben gefährlich wenig Geld. Ja, haben wir. Opium. Ich habe noch ein bisschen Opium, das ich verkaufen kann. So. Ich nehme jetzt nur noch das kleine bisschen auf. Also ich werde jetzt nicht wirklich mehr viel farmen. Nur so, damit ich das gerade noch schaffe. Hier noch mehr Porzellan. Wieder zurück nach China. Porzellan verkaufen, Weizen kaufen, Flugzeug abstürzen lassen und schon mal nach Indien fahren. Da lasse ich es erstmal. So, Paraguay. 34, 32. 14, 32. 14, 32. Wir haben nicht genug Luftarmee. Da brauchen wir 32. So, das reicht aber. Dann greifen wir jetzt Paraguay an. Und geschafft. Vieh und Sojabohnen. Juhu. Nochmal die lokale Armee erhöhen. Frankreich. So, dann muss ich das jetzt verkaufen. Ja, es reicht tatsächlich nicht. Bahamas. Bahamas werden angegriffen. So, Bahamas, wo haben wir sie? Bahamas, da. Ich brauche noch mehr. Ich brauche einfach noch mehr. Komm schon. Auch nicht. Muss ich jetzt so ein Pech haben? Ja, ich muss scheinbar Pech haben. So, Öl. Nein, ich wollte nicht Bangladesch angreifen. Ich will hier nach Uruguay. 50, 45, 40. Also haben wir hier 10, 45, 40. 10, 45, 40. Das reicht. Dann greifen wir Uruguay an. Da kommen sie auch schon.
So, nochmal ein bisschen Geld gefarmt. Es gibt ja jetzt nur noch Argentinien. Uruguay haben die auch inzwischen fertig gemacht. Ich habe es auch noch nicht alles hier verbessert. Und da geht auch wieder das bisschen gesammelte Geld weg. 69.000. Da haben wir so gut wie gar nichts mehr. Und Argentinien ist stark, sehr stark. 60, 60, 59. Da haben wir 60, das heißt, wir brauchen 61 und 60. Okay. 61 brauchen wir hier. 63. Und hier brauchen wir auch 60. Haben wir 62 und 63. Das sollte reichen. Ja, auf jeden Fall. Dann greifen wir auch hier ran und übernehmen dann auch Südamerika. So, sie bereiten sich vor. Oh, und in Peru gibt es einen Rebellenangriff. So. Und, ja komm schon, so gut wie geschafft. Da haben wir es auch. So, hier haben wir eine Maisfarm, Sojabohnenfarm, Weingut und LKWs. Ja, mir wird jetzt das Geld ausgehen. Ich habe zum Glück hier noch Papier drin, ne? Und da reicht es tatsächlich nicht mehr für Argentinien. Ansonsten habe ich alles gemacht. Ja. Dann nochmal ganz, ganz, ganz kurz farmen. Ich will das nämlich fertig machen. So, hier gibt es ansonsten nichts mehr. Exotische Tiere. Das können wir dann in Japan verkaufen. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr. Das heißt, wir fahren mal nach Südkorea, nach China. Da gibt es auch nichts. Indonesien. Komm schon, irgendwo muss es doch was geben. Slowenien. Japan wird Slowenien angreifen, okay. Hier gibt es Oliven. Okay, jetzt muss ich nur noch überlegen, wo man Oliven verkaufen kann. Slowenien, ja, 100. Oliven. Wo waren nochmal Oliven? Indonesien? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier war's. Und hier haben wir noch Mandelöl. Damit können wir in die Türkei. Mit dem, was wir bisher gesammelt haben, können wir jetzt die Armee hier erhöhen. So, und dann verkaufen wir das hier noch. Vielleicht noch mal einmal nach Italien fahren, Fahrräder kaufen. Und da haben wir es auch geschafft. Ganz Amerika gehört jetzt uns. Ein Großteil der Erde gehört auch schon uns. Jetzt fehlt nur noch Australien, Asien und Afrika. Und da fliegt gerade ein Flugzeug lang, winzig klein. Ja, wir haben auch so gut wie gar keine Armee mehr. Also das ist auch so gut wie fertig hier. Ich versuche nochmal, vielleicht schaffe ich es. Nein.
Okay, ich schaff's nicht, alles nochmal zu machen. Das muss ich dann danach machen. Rebellen-Update Rumänien. Rebellen-Update Rumänien. Rumänien, hier Rumänien. Alles auf 100. Noch ein Flugzeugabsturz. Bisschen was damit verbessern. Da. Einfach die ganze Zeit hier draufklicken. So, dann muss ich jetzt eine ganze Weile fahren wieder. Oh, und Japan greift da wieder an. Mit einer Stärke von 23, das ist eine ganze Menge. Das wird mich auch eine ganze Menge kosten. Hoffentlich erinnere ich mich dran. Ja, komm, wir verkaufen jetzt die Fahrräder hier noch. Wirklich jetzt das allerallerletzte. Na los, fahr schon. Oh, hier gibt's noch Porzellan. Okay, wirklich jetzt das allerallerletzte. Ja, allerallerletzte. Und dann wieder zu Slowenien, um die Armee hier zu erhöhen. So, das war's. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben hier Südamerika übernommen. Ganz Amerika gehört jetzt uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.